Hey Friends und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kanal. Wir sind mal wieder bei DM und checken so aus, was es Neues gibt. Und in der einen DM-Ferien, wo ich heute war, da hatten die auch von Art Deco so einen Aufsteller. Und da habe ich gesehen, hatten die so einen Lash & Brow Booster für 20 Euro, der hormonfrei ist, also ohne Hormone auskommt. Und da ist dann Keratin und sowas drin, aber ich habe keine Erfahrung. Also wenn ihr Erfahrung habt, dann lasst mich das gerne wissen. Also 20 Euro war ich so, wenn das nicht funktioniert, ist das rausgeschmissenes Geld. Deswegen habe ich ihn noch nicht mitgenommen. Yes, dann haben wir hier so einen Aussteller, Valentinstag-Aussteller. Und da hatten die einmal Blütenliebe, so einen Tee mit Hibiskus, Minze und Rose. Und Leute, ich habe mich hat da so angesprochen, deswegen habe ich ihn auch mitgenommen. Dann haben wir so eine Lichterkette mit so Herzchen. Dann habe ich hier nochmal so ein Deko-Herzchen, das kann man sich irgendwo hinhängen, so, ne? Ihr wisst, auch sehr, sehr süß. Dann haben wir nochmal so eine Tasse, auch sehr süß zum Verschenken, steht auch I love you drauf. Also wenn ihr eine Freundin habt, dann könnt ihr das, oder auch wenn ihr Single seid, könnt ihr es dann eurer Mama oder so schenken, eine richtig süße Serviette. Weil dem Typen das zu schenken, ein bisschen weird. Dann haben wir hier DM Bio, solche Herznudeln. Die durften auch mit, fand ich sehr süß. Und dann haben wir hier so ein... Ja, das ist so eine Herzform und das kann man für Eiswürfel nehmen und für Pralinen, also eine Silikonform. Und die habe ich auch mitgenommen. Ich fand die einfach super, super süß. Dann haben wir hier noch so einen Raumduft. Den fand ich auch sehr süß, vor allem mit diesem Paris Je T'aime, also Paris halt drauf, Eiffelturm, und den durfte auch mit dieser Diffuser. Dann haben wir hier nochmal so süße Deko-Zwerge, wo Love draufsteht. Dann nochmal in so einer Farbe. Dann haben wir nochmal, okay, schmeiß weg, Ramdalle. Also haben wir hier nochmal solche Socken, graue und dann immer weiß und nochmal solche schwarz mit so roten Herzchen drauf. Und Leute, oh mein Gott, was mir direkt ins Auge gesprungen ist, ein Knusperherzen. Ich wollte mir die schon letztes Jahr holen, aber irgendwie waren die letztes Jahr ausverkauft beim DM. Deswegen wollte ich mir dieses Jahr die mitnehmen, weil die sollen echt lecker sein mit Himbeer und weißer Schokolade. Und dann wie so ein süßes Deka, als Liebe ist nur ein Wort. Und ja, voll süß. Love is all you need. Haben wir nochmal hier so ein Deko-Schild, was auch immer. Hier haben wir nochmal so ein Schild. Passt für dich. Das ist auch so süß, eine süße Idee zum Verschenken. Und dann nochmal hier so ein Deko-Herz, wo halt Liebe draufsteht. Dann haben wir hier nochmal so einen Korb. Da kann man dann auch alle möglichen Sachen reintun. Ist auch sehr süß. Oder man kann das so verschenken und kann da irgendwelche Sachen reintun. Beauty-Produkte oder so. Dann so ein süßes Deko-Herz. Dann nochmal hier so eine Backform mit einem Herz. In weiß und in rosa gab es die jeweils. Oh nein, Leute, das war's noch nicht. Dann gab es nochmal so eine, ja, so eine Aufbewahrung mit so Herzchen drauf. Ich dachte, erst ist das irgendwie für, keine Ahnung, Brillen irgendwie, aber dafür ist es zu klein. Nein, da kann man alles Mögliche halt reintun. Auch vielleicht so, keine Ahnung, Tabletten, die man einnehmen muss, keine Ahnung. So zur Aufbewahrung. Naja, auf jeden Fall. Hatten die hier noch so Vasen, also eine schwarze und eine weiße. Fand ich auch so schön. Und dann hatten die hier noch solche Stickers, fand ich ein bisschen kitschig, muss ich ehrlich sagen, mit Flamingos. Und dann nochmal so Herzchen, Mini-Sticker. Finde ich wirklich ein bisschen kitschig, muss ich sagen. So, dann haben wir nochmal so Love-Deko. Dinger, ein rosa und ein schwarz. Und dann nochmal ein weiß. So Leute, jetzt sind wir bei der Maybelline-Abteilung. Da haben die was ganz Neues. Und zwar von der Sky High, kennt die gehypte Mascara, gibt es jetzt so einen Lash Primer, dass die Wimpern noch länger werden. Also richtig, richtig nice. Habt ihr dazu Erfahrung, dass wir das gerne wissen? Weil ich war so schon wieder 13 Euro ausgeben, Bro. Nee, das muss nicht sein. Und hier haben wir von Naomi John so zwei neue Parfüms. Einmal das Kiss Me. Das ist so ein rosanes. Und ja, man sieht jetzt nur die Verpackung, nicht den Flakon. Aber der Flakon ist auch richtig schön, kann ich euch sagen. 20 Euro kosten beide Düfte. Und die sind wohl sehr gehypt. Bite Me ist dann dieses rote. Und die sehen beide, also wenn das aufpackt, gleich aus. Und mit so Glitzer, aber halt nur andere Farbe. Und ja,